Ja, hallo zusammen, Freunde der Sidechains. Heute soll es mal um Liquid gehen, eine Bitcoin-Sidechain von Blockstream. Ja, erstmal geht es darum, was sind eigentlich Sidechains? Was man verstehen muss, ist, dass eine Sidechain erstmal eine eigenständige Blockchain ist. Das heißt, die hat eigene Blöcke, eigene Transaktionen, eigene Adressen, kann Transaktionsgebühren haben und auch einen Konsensmechanismus haben, zum Beispiel Mining, also Proof of Work. Proof of Stake ist möglich, aber auch Proof of Authority ist eine Möglichkeit, wie man das Ganze strukturieren kann. Wichtig für eine Sidechain ist auch, dass es irgendeine Verknüpfung mit der Base Chain gibt, die wir L1 für Layer 1 nennen würden. Und wichtig ist, dass die L2 L1 erkennen muss. Das heißt, es muss möglich sein, dass die Second Layer Lösung, zum Beispiel die Sidechain, erkennt, dass jetzt eine Bitcoin-Transaktion angekommen ist und jetzt diese neuen Coins zum Beispiel auf der Chain generiert werden sollen. Während die L1, also zum Beispiel Bitcoin, muss nicht wissen, dass es eine Layer 2 Lösung gibt, sondern Bitcoin funktioniert ganz normal nach den Regeln von Bitcoin und muss da nichts ändern. Wichtig bei Sidechains ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das aussetzen kann. Bei Liquid ist es so, du hast ein Pack-in und ein Pack-out. Pack-in bedeutet, du schickst Tokens von der Layer 1 auf Layer 2. Zum Beispiel schickst du Bitcoin an eine bestimmte Adresse, die von Liquid kontrolliert ist, und bekommst dann dafür dieselbe Menge Liquid Bitcoins auf der anderen Seite, ja, auf der Sidechain gutgeschrieben. Pack-out bedeutet wiederum das Gegenteil davon. Das heißt, ich nehme Tokens, die gerade auf Liquid sind oder auf einer anderen Sidechain, und schicke die wieder zurück auf Layer 1. Also ich bekomme wieder meine Bitcoin zurück. So, wie schaut das Ganze jetzt bei Liquid aus? Also wir haben eben eine eigenständige Blockchain, die wurde gestartet im Jahr 2018. Das heißt, es gibt auch schon einige Blocks dort. Die Blockzeit beträgt eine Minute und die Blockgröße sind 4 Virtual Megabytes. Das heißt, im Prinzip ist es genau wie bei Bitcoin, was die Blockgröße angeht. Allerdings ist die Blockzeit eine Minute. Das heißt, was Daten angeht, kann Liquid ungefähr 10-mal so viele Daten verarbeiten. Aber was man wissen muss, ist, dass die Transaktionen etwa 10-mal größer sind als bei Bitcoin. Was bedeutet, dass de facto ungefähr dieselbe Kapazität, was Transaktionen angeht, bei Liquid und Bitcoin vorhanden ist. Eine coole Sache, die bei Liquid allerdings vorhanden ist, sind sogenannte Confidential Transactions und Confidential Assets. Das schauen wir uns dann in der nächsten Slide an. Was man sehen kann, ist bei Adressen. Gibt es so ungefähr, schauen die aus. Also die Legacy-Adressen fangen mit V an und sind so formatiert wie die Legacy-Bitcoin-Adressen auch. Und die SegWit-Adressen fangen mit LQ1 an und sind auch da mit Batch 32 formatiert, so wie die Bitcoin-SegWit-Adressen. Der Konsensmechanismus bei Liquid ist ein Proof of Authority. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an Liquid Federation-Mitgliedern und diese Federation-Mitglieder wechseln sich im Prinzip ab mit dem Proposen von neuen Blöcken. Allerdings validieren die anderen Federation-Mitglieder oder alle Leute, die einen Full Node laufen lassen, einen Liquid Full Node, validieren diese Regeln, ob die eingehalten worden sind. Allerdings muss man natürlich der Mehrheit dieser Federation-Mitglieder vertrauen. Zum einen, weil man die Bitcoin auf eine bestimmte Adresse schicken muss, die diese Mitglieder kontrollieren auf der Bitcoin-Chain. Und weil man, wenn man Geld verschicken will auf Liquid, muss man auch vertrauen, dass die Transaktionen nicht zensieren und so weiter. Die Verknüpfung zur Base Chain funktioniert mit einem Elements Core Full Node. Also das Projekt, was Liquid nutzt, heißt Elements. Also diese Softwarelösung ist Open Source, MIT-Lizenz und ist geforkt von Bitcoin Core. Das heißt, der Full Node von Liquid heißt Elements Core und kann sowohl die Liquid Chain betreiben, als auch eine Chain, die ihr selber aufsetzen wollt, oder auch andere Chains, die noch kommen können in Zukunft. Ihr könnt da zum Beispiel auch eine private Chain zum Testen aufsetzen. Pack-in funktioniert via eine Pack-in-Adresse, die bekommt ihr von Elements Core ausgestellt. Da gibt es einen RPC-Befehl, das sehen wir uns dann später an. Und es kann vom Nutzer selber übernommen werden. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie eine Börse oder so beauftragen, sondern ihr könnt einfach Geld dorthin schicken und bekommt ihr dann automatisch gutgeschrieben. Schwieriger ist es, wenn ihr das Geld wieder raushaben wollt von Liquid, dann müsst ihr eben über eine gewisse Börse gehen. Es gibt verschiedene Partnerbörsen von Liquid, die ihr nutzen könnt, um wieder Coins aus dem Liquid-Netzwerk herauszubekommen.
Jetzt schauen wir uns noch an, wie diese Confidential Transactions funktionieren, beziehungsweise was das ist. Und zwar ist das Feature davon, dass die Summen nicht auf der Blockchain sichtbar sind. Das heißt also, man sieht nicht, wie viele Coins verschickt ihr mit eurer Transaktion. Die Ausnahme sind die Transaktionsgebühren. Das heißt, die Transaktionsgebühren seht ihr, wenn ihr euch die Blockchain anschaut. Die Transaktionsgröße ist, wie gesagt, etwas höher, das heißt ungefähr 10-mal so groß, weil es diverse Range Proofs gibt in den Transaktionen, die sehr viel Platz brauchen. Das ist ja auch ein Kritikpunkt zum Beispiel von Monero, dass einfach die Transaktionen wesentlich größer sind. Damit muss man einfach leben auf Liquid. Aber die Transaktionsgebühren sind in etwa gleich wie auf Bitcoin, nur dass die Blockchain aktuell einfach leer ist und die Minimumgebühr 0,1 Satoshi pro V-Byte beträgt. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, auf Bitcoin ist es ein Satoshi und hier ist es 0,1, dafür sind die Transaktionen 10-mal so groß, dann sind die Transaktionsgebühren etwa vergleichbar miteinander. Dazu hat Liquid diverse Privacy-Verbesserungen. Zum einen ist CoinJoin leichter durchführbar, weil wenn man die Summe nicht sieht, dann ist es sehr viel einfacher, einfach eine große Transaktion zu machen und niemand weiß mehr, welche UTXOs danach besitzt, weil man nicht das Problem hat wie auf Bitcoin, dass man die Amounts sehen kann. Das heißt, es muss nicht immer der gleiche Amount durchgeführt werden. Also sehr viel einfacher, Coinjoins durchzuführen. Change-Outputs sind nicht erkennbar. Das heißt, man sieht nicht so einfach, wer wo was hingeschickt hat. Es ist schwieriger möglich. Und die Mengen können auf Wunsch veröffentlicht werden, was so ein cooler Vorteil ist, dass man sagt, okay, man hat Privacy by Default, aber man kann, wenn man will, sagen, okay, ich werde jetzt das Ganze veröffentlichen. Und als nächstes schauen wir uns jetzt mal so eine Beispieltransaktion an. Okay, so jetzt sind wir auf der Seite blockstream.info/liquid. Das heißt, wenn ihr auf die Seite geht, könnt ihr hier umschalten zwischen Bitcoin Liquid und Bitcoin Testnet. Und hier schauen wir uns zum Beispiel an so eine Beispieltransaktion an, die wir in der Präsentation gesehen haben. Das heißt, wir sehen hier, die Blockheit ist schon relativ weit fortgeschritten bei Liquid. Man sieht, dass diese Transaktion, wann diese Transaktion gemacht wurde und was die Transaktionsgebühren waren. Das heißt, man sieht schon mal hier, dass das Ganze in Liquid Bitcoin angegeben ist und hier die Minimumgebühr, nämlich 0,1 Satoshi pro Virtual Byte, bezahlt worden sind. Das heißt, diese Transaktion hat 262 Satoshi gekostet. Die Größe sind 9205 Byte, das heißt wesentlich größer als bei Bitcoin, wie man sehen kann. Und die Versionsnummer ist nicht so wichtig. Was interessant ist, ist hier unten nochmal. Das heißt, was man gleich erkennt, ist, dass es zwei Inputs zu dieser Transaktion gibt und es ist nicht bekannt, wie hoch die Summen sind. Genauso gibt es zwei Outputs zu dieser Transaktion und auch dort ist nicht bekannt, wo diese Funds hingegangen sind, beziehungsweise wie hoch die Summen sind. Man weiß allerdings die Adressen. Ja, die kann man natürlich trotzdem nachschauen, man weiß aber nicht, wie hoch die Summen sind. Und man sieht die Transaktionsgebühren, die wir auch hier schon gesehen haben. Sieht man auch hier nochmal angezeigt, weil diese Summen eben nicht geblendet sind, sondern für jeden ersichtlich sind. Ein weiteres Feature von Liquid ist außerdem die Confidential Assets. Das ist auch eine ganz interessante Entwicklung, nämlich ist es so, dass man auf Liquid nicht nur Liquid Bitcoin verschicken kann. Mit denen muss man allerdings immer die Transaktionsgebühr bezahlen. Was aber auch möglich ist, dass jeder sein eigenes Token erstellen kann. Das ist ein ganz einfacher Befehl mit einem ganz einfachen RPC, den man nutzen kann, um neue Tokens zu generieren. Kostet eben genauso viel wie eine normale Transaktion. Wobei man dort entscheiden kann, ob man eine einmalige Issuance machen möchte. Das heißt, wirklich sagen will, ich mache jetzt nur einmal diesen Token, es können nie wieder mehr davon generiert werden. Oder ob man mehrere Reissuances machen kann oder will. Das heißt, man kann auch jederzeit neue Token minten. Das ist zum Beispiel interessant für die Tokens von Tether oder andere Tokens, die sich beliebig anpassen müssen an die Zahl, wie sie gebraucht werden. Man kann es eben, wie gesagt, einstellen, wie man es haben möchte. Kann man dann auf der Blockchain überprüfen. Dazu ist es, dass auch wie bei den normalen Transaktionen die Mengen geheim sind. Das heißt also, man sieht nicht, ob jemand zum Beispiel Liquid Bitcoin verschickt hat oder Tether, wenn man das nicht möchte, was die Privacy auf dieser Chain wesentlich erhöht. Man kann aber auch offenlegen, was man verschickt hat. Das kann zum Beispiel interessant sein für die Steuer oder für andere Use Cases, in denen man prüfen möchte, ob diese
Sachen tatsächlich geflossen sind oder nicht. Man muss es aber nicht und kann sich auch dort völlig anonym verhalten. Nur der Empfänger sieht dann, welche Coins bei ihm angekommen sind. Okay, bevor wir jetzt damit weitermachen, wie man so einen Liquid Full Node installiert, können wir uns jetzt nochmal das Ganze anschauen, wie das auf mempool.space aussieht. Zwar ist das jetzt hier die Bitcoin-Übersicht, aber wenn man hier oben drauf klickt, kann man hier unten zu Layer 2 Networks wechseln und Liquid zum Beispiel auswählen. Und dann sieht man hier die Liquid Chain. Also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Aktivität auf Liquid noch nicht besonders groß ist. Das heißt, es wird für euch überhaupt kein Problem sein, in die Chain reinzukommen mit einer Transaktion im nächsten Block. Also wie man hier sehen kann, sind in vielen Blöcken sind komplett leer, dort ist nur die Coinbase-Transaktion und in manchen Blöcken sind mehrere Transaktionen drin, zum Beispiel wie in diesem hier, dort sind 4 Transaktionen drin. Und hier sieht man die Transaktionen, die wir uns ja auch schon im anderen Blockstream Explorer angeschaut haben, obwohl ich den Blockstream Explorer da ein bisschen cooler finde. Aber das kann natürlich jeder selber entscheiden, welchen er dort benutzen möchte. Hier kann man zum Beispiel auch sehen, dass wir hier eine Transaktion haben, wo bereits die offengelegt wurde, was hier verschickt worden ist. Zumindest von einem der Outputs und nicht von den anderen Outputs. Beziehungsweise hier sehen wir auch, dass hier die Menge offengelegt worden ist, die verschickt worden ist. So, als nächstes schauen wir uns jetzt an, wie wir den Liquid Full Node installieren können. Und zwar müssen wir dazu erstmal auf blockstream.com/liquid gehen. Und dann sehen wir hier schon einen Link zu Get a Liquid Wallet, da klicken wir drauf. Und dann sehen wir hier eine Übersicht, was für verschiedene Liquid Wallets wir zur Verfügung haben. Wenn wir iOS benutzen, können wir die Aqua Wallet uns runterladen. Für Mobile würde ich allerdings Blockstream Green empfehlen, weil es sowohl für iOS als auch für Android vorhanden ist. Kann auch am Desktop installiert werden. Was wir aber wollen, ist der Full Node. Und dafür brauchen wir den Elements Core Node, der von Bitcoin Core geforkt ist. Den Link dazu seht ihr hier, den könnt ihr auch auf allen gängigen Betriebssystemen installieren. Das heißt, ihr klickt hier drauf. Und dann werdet ihr weitergeleitet zu der Website von elementsproject.org und hier habt ihr auch nochmal ganz coole Übersicht, so wie funktioniert das Ganze, was hat Bitcoin bzw. Liquid, was hat es für Features, was hat es für Vorteile und was gibt es für besondere Features auf der Liquid Chain, zum Beispiel Confidential Transactions und so weiter. Wenn wir jetzt aber den Full Node haben wollen, dann müssen wir hier auf Download klicken, dann werden wir weitergeleitet zum GitHub Repository und da seht ihr schon den Latest Release. Und zwar ist das der Elements 0.18.1.11 bei mir. Da scrolle ich jetzt runter und schaue, welche Versionen ich brauche. Also zum einen habe ich hier die Linux, das heißt, ich habe hier x64 Linux, das lade ich mir runter. Das macht ihr natürlich dementsprechend, was für ein Betriebssystem ihr habt und was für eine Prozessorarchitektur. Und als zweites ladet ihr euch hier noch die Signaturdaten runter, beziehungsweise die SHA-256-Summe. Das heißt, wir laden es jetzt runter, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Das heißt, so sollte dann euer Download-Ordner aussehen. Und als nächstes habe ich hier ein Terminal mal geöffnet im Downloads-Ordner. Das heißt, was wir als erstes mal machen werden, ist, wir werden den Hash verifizieren. Und da sehen wir hier unten, dass die Version mit Linux GNU okay ist. Leider konnte ich den Public Key nicht finden in den Release-Daten oder auch sonst nirgends von der Signatur. Das heißt, ich kann jetzt die Signatur nicht verifizieren. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles passt, weil ich es direkt dort runtergeladen habe und die Signatur verifiziert ist auf GitHub. Aber das wäre natürlich noch Verbesserungspotenzial, dass Sie hier Ihren Key immer dazu schreiben, wie es bei den meisten anderen Releases auch der Fall ist. Haben wir jetzt aber aktuell nicht. Das heißt, wir machen das hier nochmal zu. Dann können wir unsere Signaturdaten löschen und können die gezippte Datei extrahieren. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Elements-Ordner. Das heißt, wir können den gezippten Ordner wieder löschen und schauen jetzt mal rein, was wir hier haben. Das heißt, wir haben einmal die README-Datei, das ist die von GitHub, die wir haben. Und ganz interessant, wir haben hier, oder was wir auf jeden Fall brauchen, ist der Binary-Ordner. Das heißt, hier schauen wir rein und hier sehen wir jetzt quasi die äquivalenten Daten, die wir auch brauchen, beziehungsweise wir auch haben bei Bitcoin. Also wir haben den CLI, das Command-Line-Interface, wir haben den Daemon, wir haben das grafische Interface,
Qt, was wir auch benutzen werden, weil es einfacher ist, und noch diverse andere Test, Binaries. Ja, ist auch interessant, dass hier das nicht umbenannt worden ist, aber solche Sachen sieht man eben öfter mal im geforkten Code auch von anderen Bitcoin-Forks. Okay, als nächstes machen wir uns jetzt unser Leben noch ein bisschen leichter, indem wir diese ganzen Binaries in einen Ordner kopieren können, der in unserem Path liegt. Das heißt, wir können die direkt immer aufrufen von der Kommandozeile, ohne dass wir in den Ordner gehen müssen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach alle Dateien, die hier sind, und kopieren die nach UserLocal Binary, müssen das Passwort eingeben, und dann sind wir drin. Das heißt, wenn wir jetzt wieder rausgehen, dann sehen wir, dass wir wahrscheinlich hier Elements D haben, und dann sehen wir schon, das hat funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt unseren Elements Daemon installiert. Was wir jetzt als nächstes machen sollten, ist, wir sollten uns eine Config-Datei anlegen. Das heißt, wir machen einen Ordner, den nennen wir .elements. Und da gehen wir jetzt rein und machen uns eine Datei elements.conf. Das ist unsere Config-Datei. So, als erstes, was wir machen müssen, wir müssen erstmal sagen, welche Chain wir sinken wollen. Das wäre jetzt in unserem Fall die Liquid V1 Chain. Dann können wir unseren RPC-User anlegen, also den für unseren RPC-Server von Liquid. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal User 1 und Passwort ist Passwort 1. Den Port können wir auch festlegen. Das wäre jetzt zum Beispiel der 18884-Port. Wir wollen, dass das Ganze als Daemon läuft und dass wir den RPC-Server laufen lassen. Transaction Index wollen wir auch einfach mal aufbauen. Was wir auch machen können, ist die Packins zu verifizieren. Das heißt, wenn wir das machen, dann müssen wir aber gleichzeitig noch einen Bitcoin Core Full Node angeben, wo wir die Daten herbekommen, also beziehungsweise unseren RPC-User und so weiter. Das wäre dann der Mainchain RPC-User, ja, und der Mainchain RPC. Port, das ist nochmal der hier, und dann haben wir noch den Mainchain RPC Passwort. Das wäre jetzt zum Beispiel ein auch Test, so, das heißt, das könnten wir jetzt machen. Ich habe allerdings aber Validate Packin auf 0 gestellt, das heißt, wir werden jetzt hier nicht verifizieren, und dann brauchen wir auch keinen extra Bitcoin Node zusätzlich. Ja, das ist erstmal alles, was wir brauchen. Dann können wir das Ganze hier speichern. Gehen wir nochmal raus, und was wir jetzt machen können, ist, wir können jetzt den Qt starten, und dann habt ihr jetzt schon hier dieses bekannte Interface, und der fängt jetzt an, hier die Header zu synchronisieren. Wie wir sehen können, war der erste Block im September 2018, dort ist das Ganze gestartet. Wenn wir jetzt warten, dann wird das Ganze verifiziert, und ich melde mich dann, sobald das Ganze fertig ist. Ihr müsst aber damit rechnen, dass ihr ungefähr, ich glaube, 12 oder 13 Gigabyte Speicherplatz braucht für die gesamte Chain. Allerdings könnt ihr auch da viele Optionen nutzen über Bitcoin. Zum Beispiel könnt ihr den Node prunen oder ihr könnt einen verifizierten Stand herunterladen und so weiter. Ich würde aber empfehlen, natürlich das Ganze zu synchronisieren, und wir sehen uns dann, sobald die Synchronisierung vollständig abgeschlossen ist.